Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder Andrea und heute zeige ich dir, wie du so ein entzückendes Mandala Granny Square häkeln kannst. Dieses Mandala Granny Square ist genauso groß wie meine anderen einfachen Granny Squares, also die könntest du wunderbar in eine Decke mit einfließen lassen. Hier habe ich dieses Mandala Granny Square in bunt gehäkelt und wie du sehen kannst, der besteht aus vier verschiedenen Reihen. Wenn du deine Häkelnadel noch nicht bei der Hand hast, dann hol sie schnell, denn zusammen häkeln ist einfach lustiger. Ich beginne mit einem ganz normalen Anfangsknoten. Und jetzt häkle ich fünf Luftmaschen. Diese fünf Luftmaschen schließe ich zu einer Runde, indem ich in die erste Luftmasche einsteche und eine Kettmasche mache. Hier hat sich so ein Ring gebildet und in diesen Ring mache ich nun meine ganzen Stäbchen. Theoretisch könntest du das Ganze natürlich auch mit einem Fadenring machen. Ich finde, gerade bei so Granny Squares gefällt es mir aber besser mit einem Loch in der Mitte. Ich mache nun drei Luftmaschen. Eins, zwei und drei. Diese drei Luftmaschen ersetzen mir mein erstes Stäbchen und ich brauche 15 weitere ganze Stäbchen. Also mein zweites ganzes Stäbchen. Und wie du sehen kannst, häkle ich diesen Endfaden gleich mit ein. Und wenn du totaler Anfänger bist, schau am besten dir wirklich vor mein Einsteiger-Video zu diesem Granny Square an, das ich am Anfang wahrscheinlich schon verlinkt habe in der Nachbearbeitung. Dann wirst du dir hier bei diesem Video leichter tun. Sechs. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und eine letzte Nummer 16. Den Faden hinten abschneiden. Ich schiebe mir meine ersten Maschen ein wenig zurück, dass die nicht mein Ersatzstäbchen, mein erstes, so überdecken. So. Und nun kann ich das Ganze zur Runde schließen, indem ich in die oberste von den drei Luftmaschen einsteche und eine Kettmasche mache. Also die oberste von den drei Luftmaschen ist neben dem Stäbchen. So. Ich steche hier durch beide Glieder, müsste ich aber nicht machen. Also einmal den Faden hier durchziehen und hier durchziehen. Meine Runde ist geschlossen und ich werde nun in der nächsten Runde in jede Masche eine Büschelmasche machen. Wenn ich meine Kettmasche wieder aufmache, also wir schauen uns nur an, lass deine Kettmasche nur zu und hier die Masche abzähle, dann sind es genau 16 Maschen. Das ist eine Masche und das ist eine Masche. Aber wenn ich nun eine Kettmasche in diese oberste von den drei Luftmaschen reinmache, also in diese Masche eine Kettmasche reinmache, dann forme ich eine weitere Masche. Das ist jetzt die Kettmasche, die ich gerade gebildet habe. Diese lassen wir aus am Ende von der Runde. Aber hier, du siehst, die Masche ist etwas nach hinten gerutscht. Das ist die richtige Einstichstelle. Da hinein kommt unsere erste Masche, unsere erste Büschelmasche. Ich vergrößere nun meine erste Masche auf ein halbes Stäbchen oder wenn du nicht weißt, wie hoch ein halbes Stäbchen ist, einfach, dass sie so doppelt so hoch ist wie jetzt, so ungefähr. Die ist etwas
niedriger als diese ganzen Stäbchen, aber recht hoch. Und nun beginne ich mit den Büschelmaschen. Ich mache einen Umschlag, steche eben in diese Einstichstelle ein, hole mir den Faden und ziehe diesen Faden auch hoch. Ja, du siehst, der ist jetzt hochgezogen. Und das Ganze mache ich insgesamt dreimal. Also einmal habe ich schon, dann ein zweites Mal. Und ein drittes Mal. Das sind nun sieben Schlaufen und die masche ich gemeinsam ab. Also einmal gemeinsam durchziehen und eine Luftmasche zum Fixieren. Und das Ganze mache ich nun 16 Mal. Also wieder einen Umschlag. Dann steche ich hier ein in die nächste Masche, hole mir den Faden, fahre wieder rauf. Auf die Höhe von einem halben Stäbchen einmal einstechen, wieder rauffahren, auf die Höhe von einem halben Stäbchen zweimal und ein drittes Mal durchziehen, hier durchziehen und eine Luftmasche zum Fixieren. Und so geht es weiter. Ich hoffe, du bist noch nicht am Ende von der Runde angelangt. Wenn schon, kannst du mir gerne einen Kommentar hinterlassen? Dann hast du nämlich zwei Hände frei, währenddessen ich meine brauche zum Häkeln. Ich lese, wie du weißt, sehr gerne deine Kommentare. Hier habe ich noch eine letzte Masche, das ist meine 16. Büschelmasche. Also zähl noch einmal nach, dass du ja 16 Büschelmaschen hast, denn in der letzten Runde brauchen wir nämlich diese Anzahl an Maschen. Also hier meine letzte. 16. Bei mir wälzt sich das jetzt übrigens etwas. Das ist normal, weil hier irgendwie zu viele Maschen sind. Aber wenn du das in Form ziehst, dann passt das wieder. Und bis zur letzten Runde hat sich das dann auch verhäkelt. Ich brauche hier noch eine Luftmasche. Die habe ich nämlich noch nicht gemacht. Und ich beende das mit einer Kettmasche in die Masche über dieser Büschelmasche. Also in diese Masche hinein mache ich eine Kettmasche. Einfach nur hineinstechen, von holen und durchziehen. Die zweite Runde ist nun fertig und ich hüpfe mit einer Kettmasche in die nächste Lücke hinein. Einfach in die nächste Lücke einstechen und eine Kettmasche machen. Und ich mache nun die Runde mit den zusammen abgemaschten Stäbchen. Die erste Masche geht hier übrigens ganz speziell wieder, damit die gleich ausschaut wie alle anderen. Ich steche nun hier in die Mitte ein und mache eine feste Masche. Also ich steche hier ein und mache eine feste Masche. So. Und nun hole ich mir durch dieses Beinchen hier den Faden. Also ich steche hier ein in diese feste Masche, die ich gerade gemacht habe, also in das Beinchen von der festen Masche und hole mir einmal den Faden durch und stoppe. Das ist nun das erste halbfertige ganze Stäbchen. Das ist so ein Ersatz halbfertiges ganzes Stäbchen. Und jetzt mache ich das zweite halbfertige Stäbchen als Umschlag. Einstechen, Faden holen. Dann einmal durch zwei. Eins und zwei. Und jetzt stoppe ich, habe drei Schlaufen. Dann noch einmal. Ein drittes Mal. Umschlag, einstechen, Faden holen. Einmal durch zwei. Habe nun vier Schlaufen. Und ein letztes Mal mache ich das noch. Umschlag, einstechen,
Van Hohlen. Einmal durch zwei. Hab 1, 2, 3, 4, 5. Und nun mache ich alle 5 gemeinsam ab. Also alle 5 gemeinsam abmaschen. So, das sind nun 4 zusammen abgemaschte Stäbchen. Und ich brauche hier 2 Luftmaschen. 1 und 2. Ich hüpfe in die nächste Lücke und mache wieder 4 zusammen abgemaschte Stäbchen. Also Umschlag, einstechen, einmal den Faden holen, einmal durch 2, stoppe, dann wieder Umschlag, Faden holen, einmal durch 2, stoppe, ein drittes Mal, Umschlag, einstechen, Faden holen, einmal durch 2, stoppe und ein viertes Mal, Umschlag, einstechen, Faden holen, einmal durch 2. Stoppe und ich habe hier wieder 5 Schlaufen, masche die gemeinsam ab und 2 Luftmaschen, 1, 2. So einfach ist das und das gleiche mache ich wieder, einmal, zweimal, dreimal, viermal, gemeinsam abmaschen und 2 Luftmaschen, dann wieder einmal, zweimal, dreimal, viermal, zusammen abmaschen und 2 Luftmaschen. Und das Ganze machen wir wieder, bis wir insgesamt 16 solcher Blöcke haben. Auch hier bleibt unsere Maschenanzahl gleich, nur die Maschenart schaut anders aus. 2 Luftmaschen und das Ganze mache ich eben bis zum Ende von meiner Runde. 2, 3 und 4. So. 2 Luftmaschen und ein letztes Mal hier hinein noch einmal. Wieder 1, 2, 3. Und 4 zusammen abmaschen, dann 2 Luftmaschen und ich schließe das Ganze wieder mit einer Kettmasche in diese Masche. Ja, also nicht in die obere, sondern die daneben. Ja, also in diese Masche schließe ich es. Wenn du eine andere erwischt, ist das halb so wild. Man sieht es hier nicht so gut. Und es kommt ja noch eine Reihe drauf, beziehungsweise eine Runde. Und so. Die vorletzte Runde ist fertig. Ich werde mich mit Kettmaschen hier in die Lücke mogeln. Also ich werde in die Masche daneben noch eine Kettmasche machen. Und in die Lücke eine Kettmasche. Ich beginne mit 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste ganze Stäbchen. Also 1, 2 und 3. Das ist der Ersatz für das erste ganze Stäbchen. Ich brauche hier noch 2 ganze Stäbchen. Also in diese Lücke noch 2 ganze Stäbchen. 1 und 2. Dass wir 3 ganze Stäbchen haben, dann 2 Luftmaschen. 1 und 2 und noch einmal 3 ganze Stäbchen. Das bildet uns nämlich die Ecke. Also 3 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen. Das ist meine Ecke. In die nächste Lücke kommen jetzt einfach nur 3 halbe Stäbchen. Also 3 halbe Stäbchen in die nächste Lücke. Also durch alle 3. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Ich freue mich über noch mehr häkelsüchtige Leute. Also 3 mal ein halbes Stäbchen. Danach hüpfe ich in die nächste Lücke, mache 3 feste Maschen. Also einfach nur einstechen, eine feste Masche, dann die
zweite feste Masche und die dritte feste Masche. Dann hüpfe ich in die nächste Lücke, da kommen wieder drei halbe Stäbchen. Also ein halbes Stäbchen. Na. Dann noch einmal ein halbes Stäbchen in die gleiche Lücke. Und das dritte halbe Stäbchen. Und ich denke, du weißt schon, was jetzt kommt, nämlich unsere nächste Ecke. Denn in die nächste Masche mache ich wieder drei ganze Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei ganze Stäbchen hin. Genauso machen wir weiter. In die nächste Lücke kommen wieder drei halbe Stäbchen. Eins, zwei und drei. Du siehst, jetzt geht's flott voran. Dann drei feste Maschen. Eins, zwei und drei. Dann wieder drei halbe Stäbchen. Eins, zwei und drei. Und dann kommt wieder eine Ecke mit drei ganze Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei ganze Stäbchen. Und wie du hier siehst, da ist schon aus unserer Runde eine Ecke geworden. Also ein ganzes Stäbchen, dann das zweite ganze Stäbchen, das dritte ganze Stäbchen, zwei Luftmaschen und drei ganze Stäbchen. Auch hier wirst du schon ahnen, was kommt. Wieder in die nächste Lücke. Drei halbe Stäbchen. Eins, zwei, drei. Dann drei feste Maschen. Eins, zwei, drei. Drei halbe Stäbchen. Eins, zwei und drei. Und die letzte noch nicht geformte Ecke kommt hier hinein mit drei ganze Stäbchen, zwei Luftmaschen, drei ganze Stäbchen. Dann drei halbe Stäbchen. Drei feste Maschen, drei halbe Stäbchen und die letzte Runde ist schon fertig. Und die letzte Runde beende ich wieder mit einer Kettmasche in die oberste von den drei Luftmaschen. So. Faden abschneiden und Faden durchziehen. Das ist nun mein Mandala Granny Square und das mein normales Granny Square oder Großmutterecke, wenn du es lieber auf Deutsch hörst. Und dieses Mandala Granny Square kann man wunderbar mit den normalen Granny Squares zusammennähen. Die haben die gleiche Größe. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank, dass du meinen Kanal abonniert hast. Vielen Dank für dein Feedback. Vielen Dank für dein Super Thanks. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Andrea.